So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, letzte Folge, Mega XXL Special Folge. Wir haben die Calibers. Ja, und ich würde sagen, ich hoffe von der Spieleinstellung, ich muss es noch ein bisschen leiser machen, weil das letzte Mal war das Spiel doch relativ laut. Ah, ja doch, so ist es, denke ich, ganz okay. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier alles anstellen können. Wir haben jetzt hier Full-Werkzeug. Ich würde sagen, wir machen als allererstes einmal die Hülsen. Wie heißen die? Tipps? Bullet Casing, so heißen sie. Ja, 1060 Stück können wir machen. Da mir gerade kein anderer Grund anfällt, wofür wir das noch bräuchten, würde ich sagen, lassen wir die mal durchlaufen. Und ja, wir können ja noch Brass nachlegen. Ein bisschen Clay noch. So. Oh, die Forges sind immer so laut. So, das Licht kann man ausmachen. Ich muss mich hier erst ein bisschen orientieren und zurechtfinden, weil auf dem anderen Server sind wir hier, ja, ist es ein bisschen anders. Bullet Casings, ein paar Hammer. Ich würde sagen, ich brauche auf jeden Fall, was brauche ich denn alles? Den Honig, den können wir eigentlich hier lassen. So. Honig hier. Eine geile Wrench, die nehmen wir mit. Und ein Messer haben wir auch dabei. Ja, haben wir doch alles, was das Herz begehrt. Ups, ein paar Vitamine, die können wir uns eigentlich gleich mal einverleiben. Das ist gut für die Wellness. Hallo? Ey, was ist denn hier los? Ich hätte jetzt schon mindestens einen Wellnesspunkt kriegen müssen. Ah, jetzt. Gut. Dann, ja, wir haben ganz Haufen zum Einpflanzen. Und ein bisschen was zu essen gönnen wir uns auch noch. Ah, draußen ist eine Horde. Die lassen wir aber mal Horde sein. Oh ja, wir müssen ja dringend die Base eigentlich verstärken. Oh, das hatte ich schon wieder total ignoriert. Okay, was haben wir denn hier alles? Wir haben kein Eisen mehr, so wie es aussieht. Ja, ein bisschen was. Okay. Lassen wir die mal Dings sein. Ich brauche dringend ein bisschen Eisen. Draußen ist richtig Action. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, wir brauchen Eisen. Eisen. Vielleicht haben wir am nächsten Tag hier noch ein bisschen was über, was Feral Zombies so angeht, weil ich möchte ganz gerne mal die Magnum testen. Und ich habe hier keine Ahnung, wo es weitergeht mit unserer Mine. Hier nicht, da nicht, da auch nicht. Hier ist ein bisschen was. Ja, ist sogar Eisen. Nicht viel, aber immerhin ein bisschen was. So. Stopp. Ich hätte ganz gerne das hier so und... Nee. Die kloppen hier irgendwas kaputt. Das finde ich gerade gar nicht cool. Hey, warum müssen die so... Ja. So. Ja. Nun, da geht's weiter. Ich mache mir hier mal ein Loch rein. Und ich habe keine Ahnung, wo die rumkloppen. Auf jeden Fall hört sich's nicht gut an. Irgendwas geht hier die ganze Zeit kaputt. Ein bisschen Eisen muss jetzt aber sein. Wir brauchen das dringend zur Verstärkung dann der Spikes. So. 2.30 Uhr. Ja. Ein bisschen können wir uns hier unten noch aufhalten. Naja, das bisschen Eisen nehmen wir uns auf jeden Fall noch mit. Viel ist es ja leider nicht.
da müssen wir echt doch mal schauen, wie wir das mit der Miete... Ah, da hinten geht's weiter. Alles klar, hier ein bisschen Eisen ist ja dann doch vorrätig. So. Ups. Das hört sich an, als ob mir die da oben hier alles zerkloppen gerade. Das ist nicht gut. So, das reicht jetzt mal. Ich will hier nicht die Folge in der Mine verbringen. Das kann ich dann im Notfall im Zeitraffer auch noch machen. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir auch noch mit. Oh, da geht's ja alles weiter. Naja. Wenn es schon mal direkt vor der Nase ist. So, wo gehen wir hier wieder? Stopp, da wollte ich nicht hin. Oh, immer den Weg nach oben finden. Eisen. Noch mehr Eisen. Oh. Okay. Ja. Oh, hier? Was hier nach oben? Hier irgendwie. Genau, hier geht's nach oben. Nein! Das war nicht gut. Ich will hier doch nur hoch. So, dann machen wir dich halt noch weg. So, jetzt sollte das genügen und... Ja. Nein. Ah, was bist du? Egal. Wir kommen hier nach oben, das ist schon mal gut. So, auf jeden Fall. Wir haben jetzt nämlich genug... Oh, ja. Wir haben auf jeden Fall genug, dass wir jetzt hier mal ein bisschen Action machen. Na, ach, ich, da bin ich daheim. So, 500, 500 und ich glaube dreimal brauchen wir für die Magnum. 44, 44er Magnum, die braucht drei, ja, geht genau auf, 500 Stück. Nee, du warst Wonders, du warst Spreng. Ach, ich habe hier ein anderes System drin als auf dem anderen Server. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Scheiße. Aber gut, ich komme mit klar. Muss ich ja, ne? So. Hm, ein bisschen Stein. Das können wir mit. Das kommt auch mit. Du kommst mal hierher. Oh, ja. Natürlich eine Knarre. Oh, wir haben ja nur eine Magnum. Okay, dann schauen wir mal, was hier draußen für Action geht. Es ist 4.29 Uhr, 4.30 Uhr schon wieder. So. Wo ist hier die Action? Okay, Action haben wir verpasst. Fast. Aber wie kann man die ganzen Tanten und Typen hier noch looten? Johnny. Nein! Ich muss sie herausfordern. Okay, nichts dabei. Hast du irgendwas? Auch nichts. Ah, Sandwich, das kann er behalten. So. Hm. Okay, haben wir noch Zement? Ne, haben wir nicht. Aber mit unserer tollen Ranch. Moment. Mit unserem tollen Hammer können wir hier alles wunderbar schnell reparieren. Nein! Ja, zu viel will ich jetzt auch nicht. Ich stufe halt schnell mal auf, was geht. Nein. Nicht zu viel. Da essen wir mal eine. Okay. Was dir ist heiß? Was habe ich denn an, dass dir heiß ist? Ja. Okay. Ja. Eisenrüstung oder was, das wäre natürlich auch mal eine gute Sache, weil die kühlt so viel ich noch weiß. So. Ne, Zement oder was in der Art haben wir gar nichts mehr.
Sollte man es aber auf jeden Fall mal wieder zulegen. Nein, ich mache mir zu viel. Wobei ich eh alle mal auf den, die haben ganz schön hier, sind ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. So. Ja, es sieht doch schon langsam wieder gut aus. Oder gut noch nicht, aber wesentlich besser als vorher. Hey. Stück nur noch, das ist ja lächerlich. Das ist wirklich so lächerlich. Ich habe gerade über 700 Stück gehabt. Das ist so pervers, was man da an Eisen braucht. So, 19 Stück noch. Da schaffen wir gerade mal den eine Stufe und das... Oh, wei, wei, wei. Ja, das war's schon wieder und eigentlich hätte ich die Teile hier craften sollen. Das wäre wesentlich geschickter gewesen. Ja, machen wir hier auf jeden Fall mal ein bisschen Spike rein. Aber lieber die billigen Spikes, bevor wir hier gar nichts haben, da ist der Beton nämlich schon wieder fast durch. So, hier, stopp. Der Schmodder da nervt ein bisschen. Ja, die Magnum setze ich auf jeden Fall dann nur bei den Ferals am Anfang mal ein, bis wir hier mal ein bisschen mehr oder besser haben. Okay, gut. Mit leichten Verletzungen hier davon gekommen. Jetzt haben wir auch kein Holz mehr. Oh, ja. Okay, dann. Jump in action, run. Dum, 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 dum. So. Hey, war hier was beschädigt? Okay. Du kommst weg. Du kommst mal hier rein. Dun. Ja, der Rest kann eigentlich hier bleiben. Municraft mal noch auf dem Weg ein bisschen was. Die Magnum bleibt auf jeden Fall. Ja, die bleibt hier. Im Notfall können wir uns ja ein bisschen im Nahkampf verteidigen. Das geht ja ganz gut. Du bleibst auch hier. Na, wo kommen denn die Langarmteile hin? Ja, braun. Kein Mensch braucht braun. So. Bisschen Fett noch. Bisschen Knochen noch. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir doch mal einen kleinen Ausflug. Ich lasse jetzt trotzdem noch die überflüssigen Schuss hier, weil alles, was wir hier haben, ist safe. So, ich habe noch 40 Iron Crossbow Bolts. Das ist nicht viel. Habe ich Steel. Steel Arrowhead. Wie viel könnte man machen? 544. Dann wäre aber alles Eisen weg. Machen wir mal 250 Stück. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Luft. So, die kommen hier raus und hier rein. Gunpowder geht auch zur Neige. Ja, wenn wir schon mit hier sind, die lassen wir jetzt auch noch hier. Guten Schlafsack zur Sicherheit haben wir dabei. 12-mal Pillen, das ist vielleicht ein bisschen viel, da reicht die Hälfte. So, du kommst noch daher. Trinken. Trinken könnte ich mir noch einen Schluck geben. Ach ja, genau. Und dann, ja. Habe ich noch Benzin? Ja, 1000 Stück. Das nehme ich mal mit. Das tanke ich ins Moped. Wollte ich das jetzt hier noch setzen oder nicht? Machen wir es anders. So, der auf jeden Fall hier. Dann wissen wir, dass hier schon mal das Spawnpunkt ist. Ja.
Moped ist auf jeden Fall noch da, das ist schön. Ein bisschen Holz noch für den Weg. Das reicht auf jeden Fall aus. Und gleich neu pflanzen. So, no, gut. Ja, wo fahren wir denn hin? Die Straße in Norden? Ja, fahren wir mal die Straße Richtung Norden. Ja, Gunsmithing 78, das wird auch langsam. Ups, stopp. Ach nee, das habe ich ja noch ausgekommen. Das ist schön. Das habe ich letzte Folge noch schnell gemacht. Und ich würde dich ganz gern betanken. So. Mofa Action. Ja, wir bräuchten theoretisch auch Sand. Das ist ja krass, wie bewaldet es mittlerweile hier ist. Nee, 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 nee. Scheiße. Ey, Schwein. Okay. Das Schwein hätte ich ganz gern. Na. Ein bisschen Nahkampf-Action. So zum Warm werden. Ah, war nichts drin. Hey, Tante. So. Irgendwie stehe ich auf Nahkampf, ich weiß auch nicht. Und das Schweinchen bitte mit. Hier, wir sind undetected. Weil wenn wir das Mofa dabei haben, dann können wir das alles hier schön in den Container reinpacken. Ja. Na, das war zu kurz. Das war gut. Man muss anscheinend echt warten, bis die Zombies hier ausgewackelt haben. Bam! Ja. Die Challenges, die sammle ich am besten einfach mal. Na! Wir brauchen nämlich dringend Fleisch. Oder was heißt dringend? So dringend nicht, aber... Wenn uns so ein Teil schon über den Weg läuft, dann nehmen wir das auch mit. So, das reicht. Sand machen wir später mal als separate Tour. Das ist jetzt schon okay so. So, du kommst hier rein. Du kannst eigentlich weg. Hier rein. Und hier rein. So. Gut, fahren wir weiter Richtung... Ja, was habe ich denn vorhin mit Süden gesagt? Ich bin doch voll der Hoshi. Norden meine ich natürlich. Hühnchen. Ja, Federn haben wir auf jeden Fall schon mal einen Schwung voll. Also was es uns momentan am meisten mangelt, ist wirklich das Eisen. Ja, Eisen. Das wäre schön, wenn wir mehr Eisen hätten. Wo kriegen wir am besten Eisen her? Ja, der beste Weg ist wahrscheinlich wirklich die Mine unter der... unterm Haus. Alles andere, das ist immer ja nicht wirklich ergiebig. Selbst wenn wir mal 10 Stück aus einem rausbekommen, müssen wir doch... Ja, obwohl, das wäre dann... Das wäre schon was wert. Ah, hier waren wir noch nicht. Theoretisch könnte ich die Autos auch schnell... komm, egal. Die Scrapmaster, die brauchen eh ein bisschen Benzin. Mit unserer 594er Ranch geht es ja hier rasend schnell. Ah, gleich der nächste. Machen wir eine kleine Auto-Action-Runde. Kommen wir so auch ein bisschen an Brass ran, das ist auch okay. Der Müll kann ja mal Müll bleiben. So, Temperatur steigt, wir sind schon bei über 30 Grad. Wir sollten uns nicht allzu lange in der Wüste aufhalten und wir craften immer noch Magnum Mund.
Wow! Nein, 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 nein! Ach, egal. Yeah! Okay, das macht dem Ding anscheinend nicht viel aus. Noch getippt. Das ist schön. In irgendeinem Update haben sie hier mal rausgehauen, dass aus Autos wieder mehr Benzin zu holen ist, was echt eine richtig angenehme Sache ist. So, ich muss raus aus der Wüste. Schick, 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 schick. Alles, was lila ist, ist immer toll. Auch wenn es nicht toll wäre, wenn es lila ist, ist es super. So. Ja, zwei Fahrzeuge. Naja, egal, 33 Grad, es geht noch. Wenn es dann Richtung 40 geht, dann mache ich mir Gedanken. Blub, und schoss das Fahrzeug weg. Naja, die 2 Meter kann man laufen. Ah, Scheinwerfer. Auch okay. Oh, der hat uns gesehen. Gut, ich habe jetzt mal einen Zombie mit einer Gartenhake erledigt. Mit so einer Ranch geht das doch bestimmt auch, oder? Ja. Es dauert zwar ein bisschen. Na, komm schon. Saftsack. Na also, so, und jetzt noch auf den Kopf. Und einmal, zweimal, dreimal, viermal. Daneben. Okay, es geht. Man kann mit der Ranch, wenn man lang genug auf einen einprügelt, auch Köpfe runterhauen. Ja, scheiße. Leidet aber trotzdem ja, stark an der Stabilität. Oh, da ist ein Hühnchen. Ey. So, dann auf die altmodische. Modernes Jagen mit dem Mofa jetzt auf meinem Kanal. Ein Tutorial. Wie jage ich? Nein, natürlich nicht. Ja. Fahren wir weiter. Da geht's irgendwo hin, aber ich weiß nicht wo. Jetzt fahren wir wieder nach Osten. Das wollte ich eigentlich nicht. Ach, ich kann da nicht auf die Karte gucken. Ja, dann halt nach Osten. Temperatur steigt, das finde ich nicht gut. Was liegt da vorne? Das ist Müll. Ja, Sprit und Batterie sehen ja beide sehr gut aus. Also, Nester können wir jetzt in erster Linie auch, wenn wir jetzt hier in der Wüste sind, mal ignorieren, weil sonst wird es einfach zu heiß. 37 und das Fieber steigt. Okay, aber wenn es nicht weiter steigt, schaue ich zumindest mal hier schnell in die Fahrzeuge rein. Na, da ist er. Ja, eine Batterie. Das hat sich auf jeden Fall schon mal rentiert. Ich hoffe, das ist sogar eine gute. Naja. Ist nicht weit, also können wir mit dem Moped fahren. Ja, eine blaue Batterie war das. Das ist okay. Die schlechten Batterien, die machen wir zu Lichtern. Als zu diesen tragbaren Scheinwerfer. Weil da ist die Quali nämlich vollkommen egal. Ja, und es scheint jetzt auch nicht höher als 37 Grad zu gehen. Ja, dann können wir hier die zwei Autos auch noch mitnehmen. Absteigen. So. Ja, im Schnitt gibt es so 100 Benzin aus dem Auto raus. Nee, mehr.
Kaninchen. Mensch, da fällt mir schon wieder ein, da müssten wir auch mit der Shotgun hier noch ein bisschen hantieren. So. Und weg hier. Na also, es geht doch. Okay, ich muss mal schauen, wo will ich denn überhaupt hin? Ach, das ist die Stadt da, wo man das Zeug von... Nee. Ach, das ist die erste Stadt. Fahren wir mal hier die Abzweigung. Oh Mann, es wird ja schon wieder gleich dunkel. Oh. So, ganz kurz was gucken. Ja, Leute, ich überziehe schon wieder. Vielen Dank fürs Zugucken. Lasst mir Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge 7 Days to Die. Bleibt gesund und ade.